Moin Freunde, ab und zu kommt es vor, dass ich Support aus der Community bekomme, was mich sehr freut, was Weltklasse ist. Ich lasse nicht jeden Support an mich ran, aber wenn Support heißt, hey, ich habe Festplatten. Ja, alles klar, immer her damit, immer her mit den Festplatten. Nehmen wir gerne, Morphtisor war so nett und hat Festplatten geschickt. Aber da ist doch irgendwas drin. Irgendwas, wovon ich nicht weiß, was drin ist. Das ist ja immer die Masche, ne? Da wird immer gesagt, ja, ich schicke dir was und was dann geschickt wird, ja, super, gerne, mach mal. Geil, freue ich mich. Und dann, ja, ich habe noch was reingepackt. Ich mir, was tust du? Ich so, ist okay. So, es liegt jetzt hier schon seit 2 Wochen, das Paket. Jetzt will ich es auch mal auspacken. Verdammte Axt. So. Viel zu teuer. Kannst du selber basteln. 2, 3 PC-Lüfter an ein kleines Netzteil und Halterung basteln. Habe ich. Ich habe doch Lüfter über meinem Becken. Trotzdem war es jetzt grenzwertig. Wir sind gerade noch bei meinem Axolotl-Becken gewesen und Kostenfaktor und bla und blub. Ganze Rückseite vollkleben. Kühlkörpern drauf. Irgendwann sagt der Schrank dann auch, nee, ich will nicht mehr. Nee, ich soll nicht. So, gucken wir mal. Oh, das ist keine Festplatte. Das fühle ich schon. Das ist irgendeine Steckkarte. Ah, das ist so ein Raumluft, was das Wasser runterkühlen kann. Physik und so. Ah, eine AT Rage 128. Eine OEM-Karte damals aus der guten Zeit. Haben wir immer gerne als Enforcer-Variante Primärwaffe aus Unreal Tournament missbraucht. So. Ließ sich immer gut festhalten. Piu, 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 piu. Ist eigentlich ein ganz ordentlicher 3D-Beschleuniger. War gar nicht so verkehrt. Hatte natürlich... Überraschungspaket Schier 512. Danke, Steve Bitt, für die Bits. Hatte natürlich damals harte Konkurrenz und anfangs waren die Treiber vielleicht nicht ganz so prall. Aber so schlecht sind die gar nicht, wie sie immer gemacht werden. Na, damals noch aus dem Hause Ati. Hi! Da. Rage 128. Dankeschön! So. Oh, noch eine Karte. Uiuiuiuiuiuiui. Das sieht aus wie TNT 2 M64 oder sowas. Was bist du, mein Freund? TNT-2? Oder ist das nur normale TNT-2? TNT-2 MA 32 MB. Ha. Ist gerade schwer zu sagen. Guck mal, wie der BIOS-Chip nicht komplett den Sockel ausfüllt. Ist auch lustig hier. Da sind noch zwei Reihen frei. Was steht denn da oben? Auch keine Info, die so weiter relevant wäre. Ich glaube, das ist eine M64, oder? Aber eigentlich stand das dann ja auch immer dabei. Aber wofür steht denn MA? Eine Wanta? Ja, M64. Danke, Fritzbox. Ja. Also leider eine kastrierte TNT-2. OEM TNT-2. Ja. Die konnte, also das Bild konnte sie darstellen, ne? Kühler abnehmen und nachgucken. Bild hat sie gemacht. Ist es natürlich ein ganz netter Unterbau für so ein Voodoo 2 Gespann oder sowas, ne? Sowas wie Age of Empires und so, das kann die ja. Da ist der. Man sieht die 64 da.
Die hat halt nur die halbe Bandbreite gehabt. Und wenn man den RAM ein bisschen getreten hat, dann ging einigermaßen was, aber. Ja. Paste wurde auch auf jeden Fall sehr sorgfältig aufgetragen. Ähnlich Mageville-Niveau. Anyways, Dankeschön. Zweite Grafikkarte. Weltklasse. Stronghold zocken, natürlich. Hier ist, glaube ich, nichts drin. Ich verlese jetzt die 15. Das könnte eine... Die 15 Bastelaufgebote. Du sollst nichts haben. Einen wunderschönen guten Abend, Benny Gamer. Es ist schwer zu beurteilen. Das könnte eine Festplatte sein von der Form her, aber irgendwie auch nicht. Fühlt sich hier oben im Bereich zu spitz dafür an. Und ist auch zu lang. Das ist eine Karte. Aber eine Karte mit Kühlkörper. Ulala! Was haben wir denn da? Eine Radeon HD 4830 512 MB. Nice. Sapphire, blaues PCB. Weiß nicht, vielleicht leuchtet der Lüfter sogar blau oder so ein Scherz. Also eine HD 4830, Entschuldigung. 512 MB GDDR3. Kühler ist ganz nett. Schön mit Schutzkappe auf der Leiste. Oh ja, auch wenn es eine Asus ist. Sehr, sehr, sehr. Dankeschön. Sehr, sehr vorbildlich. Ja. Noch keine Festplatte gesehen. Es sollten Festplatten kommen. Verlese die 5. Nein. Das könnte jetzt, aber ist eine AGP, ja. Das fühlt sich auch fremd an. Ist auch irgendwie nicht dick genug für eine Festplatte. Und auch zu leicht. Eine HD 3870. Sexy, sexy, was geht ab? Die 3870 hatte ich damals auch, aber ich glaube in der 2-Slot-Variante. Das ist die Single-Slot-Edition. Die konnte der Nvidia damals nicht das Wasser reichen. Bildqualität war aber ganz nett. 512 MB GDDR4 in dem Fall. Auch Dual-DVI. I see! Wupp, wupp! Guten Abend! Vielen Dank für den Raid. Servus. Warum kommt hier kein Öllert? Was ist da los? Oida. Na, alles klar. Danke dir. Weltklasse. Ich packe gerade ein Zuschauerpaket aus. Fachjargon. Vorwerkstaubsauger. 3870 Toxic mit 1 GB gehabt damals. Dauerte aber... Da ist er. Schützt die Nudelvorräte. Ja, vielen Dank. Hast du ACC geballert oder was hast du gemacht? Ja, wir sind gerade am Unboxen. Ich nehme ab und zu ja Zuschauerpakete an, wenn ich vorher ungefähr weiß, was ich bekomme. Hoffentlich erfolgreich, ACC geballert. Nehme ich Zuschauerpakete an, wenn ich weiß, was ich bekomme. Und ich habe jetzt mit Festplatten gerechnet. Was haben wir bisher ausgepackt?
Eine Wasserflasche. Nein. 4 Grafikkarten. Der Amerika-DLC gecruised. Ja, nice. 4 Grafikkarten haben wir ausgepackt. 2 AGP-Varianten. Eine Rage 128 und eine TNT 2 M64. Dann hier eine HD 4830 512 MB. Und jetzt hier noch eine HD 3870 mit 512 MB. Sehr gut. Fühlt sich ganz wohl bei mir in der Retro-Armada. Und vielleicht finden wir tatsächlich auch noch eine Festplatte. Aber nein, was sind das für schöne Schatulchen? Edo-RAM, was ist hier los? Und DDR2-RAM. Hammer-RAM. Es geht ab. Oh mein Gott. Was ist denn das für ein geiler Brand? Hammer-RAM. Aber 2 GB DDR2 ist schon cool. Das ist ja der Hammer. Voll der Hammer. Guck mal hier. Du bist Hammer. Vielen Dank für den Follow. Auch ein geiles... Oh, was für ein geiler Sound. Moment, jetzt müssen wir ASMR-Cracky on the go. Muss ich doch mal meinen kleinen Arsch hochbewegen. I have to play Schwengeldengel. Schwengeldengel. Vielen lieben Dank. 3D-gedruckter Rahmen. Sieht so aus, ja? Schade, das hat nur am Anfang so geile Sound gemacht. Mutter, der Mann mit dem RAM ist da. Dem Hammer-RAM. Ich glaube, der Karton ist immer noch genauso schwer wie eingangs. Also ich glaube, da sind tatsächlich noch 2 Festplatten drin. Aber jetzt muss natürlich erstmal RAM-Sichtung machen. Hatte keinen größeren Karton, sonst hätte ich noch mehr reingepackt. Weltklasse. Oh Gott, wo habe ich jetzt die Riegel hingelegt? Das hier ist natürlich noch Edo oder wie ist er damals? Fastpage? Sims, ne? Sim. Genau, Sims. Ich kann ihn nicht immer ganz auseinanderhalten. Ich glaube, das sind noch Sims. Die musste man immer paarweise einbauen. Unbekannter Kapazität jetzt in diesem Fall. Das könnten so 2x2 Megabyte sein oder sowas. PS2. Stimmt. Das ist geil hier. Guck mal hier. Das ist 3D gedruckt, ja. Mega. Ja, also wir haben ja einmal 2 GB Hammer-RAM. Dann haben wir hier... Ja, wieder so ein berühmtes Adolf-Modul. Kingston. Das ist nicht Adolf, aber das A00LF. Das liest sich immer so komisch. Das ist auch DDR2, aber 1 GB. Oh, SD-RAM. Doppelseitig bestückt. Das sieht noch aus wie ein 66 MHz. Leider stand es oft bei den Modulen echt nicht drauf. Nee, das ist. Warum steht da Edo? 3,3 Volt. Hä? SIMRAM hatte man auf die AWE32 gesteckt. Es ist auch von der Bestückung Edo, aber von den Kerben doch nicht. Ist das Edo-RAM für einen SD-Slot? Was ist denn das? Das sind Edo-Module, ja. Kuriosum. Okay, was haben wir hier? Team Group. DDR2 667 MHz, auch ein 2 GB Modul. Ein Gigabyte Modul, Entschuldigung, ich habe 2 gesagt, 1 gedacht. Was ist das hier für eine Fertigungstoleranz? Warum passt das nicht? Jetzt passt es.
So, noch ein Compadre. Meinen Autofokus mal ausschalten, der ist immer nur verwirrt hier. Das ist ein normales SD-RAM-Modul. Ja, sehr gut. 128 MB, PC 100. Teamgruppe. Das ist ein sehr gutes Modul. Double-sided, 128 MB, PC 100. Heiß gesucht für die Armada. Passt immer gut. Weltklasse. Das ist jetzt ein DDR-RAM. 266 MHz. 256 MB aus dem Hause Kingston. Was genau machst du da? Ich schaue mir den Inhalt eines netten Zuschauer-Spendenpakets an und sichte die RAM-Module, die mir dazu geflogen sind. So, DDR 400, 256 MB CL3 King, Infineon, single-sided, einseitig bestückte Module. Das ist auch wieder ein DDR2-Modul, 1 GB aus dem Hause Swissbit. Ich mache jetzt RAM-Suppe. SD-RAM-Modul. Aber guck mal hier, dieses EDO-Modul. Dieses EDO ist genau das gleiche von der Kerbe her. Einfach ein Edo-RAM für die SD-Schiene. Nö, die Kerben sind kleiner. Ja, ne, etwas. Aber von den Kontaktreihen her ist identisch. Aber du hast recht, die sind nicht ganz so breit, ja. Stimmt. Sind schmaler, ja. Ja! Ah, der Fehler liegt im Detail. Very good. Wieder was gesehen. Gelernt. So, aber das ist natürlich ganz nett hier. Es sind auch wieder Hyundai-Module. Unbekannter Größe, aber double-sided. Immer gut, zweiseitig bestückt. So, DDR-RAM. 400er, Swissbit mal wieder. Hatten wir doch. Ah ne, Swissbit war vorhin DDR2. Er 256 MB. Voll okay. DDR2 MDT 1 GB. 1 GB AE. Weiß ich gar nicht. Ist das AE Neon? Ich weiß es nicht. Swissbit. 1 Gig. 667er. DDR-RAM aus dem Hause Samsung. Auch single-sided. Hart beseitet. Sortierst du dir jetzt nach Jahrgang? So ein bisschen nach Typ. 128 MB DDR-RAM. Ist auch CL2,5. 266 MHz. 128er Module waren schon eher selten zu DDR1-Zeiten. Da haben die Leute meistens 1,256er genommen. Oh, DDR400. Späte Bauweise. Weil schon die ganz kleinen Module. 512 MB. DDR 400, 256. Was haben wir hier? 512 MB SIM. 200 MHz. Also DDR 400 ist das quasi aus dem Hause IBM. Mit Micron-Chips drauf, ne? Oder was ist das für ein Brand? Das Symbol, ich weiß gar nicht. Ist das Micron? Weiß ich ja so aus dem Kopf gar nicht genau. Müsste ich jetzt lügen. So, hier Infineon. DDR 400, 512 MB. Very good. Infineon. 400, 512 MB. Siemens. 266er, 256 MB. Very good. Uh,
Nochmal 256 MB, aber DDR400. Ah, das ist wieder gut hier. PC100, Spectec, CL3 leider, na gut. Aber Double-Sided Module, immer gern gesehen. So, nochmal, das ist Micron hier. 256 MB, 133er CL3, Single-Sided, das ist natürlich dann schon eher für spätere SD-Platinen. Mosel Vitelic, 64 MB, PC133. Mosel. Very good. Was haben wir hier? SD-Rahmen. Unbekannter. Oh, mit inklusive Staub. Guck mal hier. Guck mal, wie viel Staub dazwischen ist hier. Eieieiei. Hyundai Chips. Double-sided. Fine Wine. Ah, schon besser. Much better. Ah, der gute Rauchstaub. Lecker. Auch 256 MB, 133er. Ah, Single-Sided. Tricky, tricky. Now here we go. A tree to rock around, to rock around. The story of time is tricky. Das ist gut hier. Double-Sided. Aave. Aave Cäsar, 133er. Ich habe keine Ahnung, welche Kapazität. Aber davon haben wir zwei Module. Weltklasse. Hansen Handbremse hat noch DDR1 Mushkin mit 550 MHz. Das war jetzt der Mazel Tov. Rosige Zeit. Mist, ich habe hier vorne einen freigelassen. Das durfte ich nicht. Dankeschön. Hauptsache die Vorderzähne halten das aus. Ja. Noch sind sie noch intakt. Ram-Tetris. Aber Hauptsache Hammer-Ram. Hammer-Ram an erster Stelle. Und dann kann man hier mit ein bisschen Geduld kann man den Deckel draufsetzen. Ja? Ja, eigentlich macht es ja Sinn, das einfach als Extra-Träger zu benutzen. Ne? Als Open-Trägerschiff ist angekommen. Ich habe ein RAM-Regal. Was ist hier? Klebeband ist geil. Und die JPS2-Module. Da kann ich auf jeden Fall alles zusortieren. Aber wir haben ja noch Dinge drin. Das ist jetzt aber eine Festplatte. Samsung. Spinpoint, 40 GB. Bup, 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 bup. Puma. Puma? Puma. Capacity Limit Jumper? Wir das sehen wollen. Sehr gut. Spinpoint. Ich glaube, ich spinne. Eine 5-4er? Boah, ist ja kein Beinbruch. Oh, eine Seagate oder Seagate nicht. Eine 7210. Das ist eine relativ späte 80 GB Modell. Sleep OS V2.2. Aha.
8 GB Image. Juli 2009. Guck mal hier, hier war schon gar keine Technik mehr drauf. Sehr flach. Sehr späte IDE-Platte. Aber auch gut. Ja, heute mit einer entsprechenden Internetleitung ballerst du die 80 GB da in einer Viertelstunde auf die Platte oder so. Oder eine halbe Stunde. Wahnsinn, ne? Dankeschön. Vielen Dank, Morphtisaur. Mega Paket. Awesome. Jetzt muss ich nur Tetris spielen und es zusortieren. Aber Dankeschön für den Support. Garnios. 3D-Druck. Windows. Windows. Mega. Großartig. Vielen Dank dafür.